Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Viele von euch haben sich bestimmt in letzter Zeit gefragt, was macht eigentlich Hans Moke Niemann? Die überraschende Antwort lautet, er spielt Schach. Und zwar, gibt es ein Turnier, das vom 2. bis 10. November stattfindet in St. Louis, und zwar das Fall Chess Classic, ist ein Einladungsturnier, 10 Großmeister nehmen teil, ist jetzt nicht die oberste Kategorie, aber ist ein interessantes Turnier. In St. Louis findet ja super viel statt in den USA. Das ist ja im Prinzip die Schachhauptstadt in den USA. Und da ist irgendwie die ganze Zeit irgendwas los, ne? Und viele Turniere dort, die stattfinden in dem Chess Club. So, am Ende des Videos werde ich euch zeigen, wer alles mitspielt, wie die Tabelle aussieht nach der zweiten Runde. Das ist nämlich, die zwei Runden sind nämlich jetzt gespielt. Wobei zum Zeitpunkt der Aufnahme laufen noch 2 Partien der zweiten Runde, aber die Partie zwischen Hans Niemann und seinem Gegner Aram Hakopyan ist schon zu Ende und genau die schauen wir uns an. Zweite Runde. Aram Hakopyan, junger armenischer Großmeister, Nummer 180 der Weltrangliste mit dieser Zahl von 2,6,13. Niemann, etwas jünger, die Nummer 40 der Welt mit 2,6,99. So, schauen wir mal, was hier passiert ist. E4, E5, Springer F3, Springer C6, Läufer C4, italienisch, Läufer C5, D3, Springer F6, alles normale Züge, das ist Standard, Rochade, ne, noch nicht, D6, C3, A6, ja, mit den Zugfolgen, man kann auch zuerst Rochade spielen, aber jetzt kommt erstmal dieses A6, schafft ein Rückzugsfeld für den Läufer. Ich glaube, das habe ich hier schon so häufig kommentiert auf dem Kanal. So viele italienische Partien schon gezeigt. Es sind immer wieder die gleichen Züge. A4 schafft Rückzug für den weißfeldigen Läufer und gönnt sich Raum am Damenflügel. Läufer A7, prophylaktischer Rückzug, geht den Angriff aus dem Weg. Man muss nicht unbedingt sofort zurückziehen, aber machen viele Spieler. Turm E1 stellt den Turm ins Zentrum. Jetzt Rochade mit Schwarz, ne? Goldene Regeln, König in Sicherheit bringen. H3, typischer Zug, deckt das Feld G4, damit hier kein Läufer G4 oder Springer G4 kommt. Normalerweise kommt auf der anderen Seite auch immer H6. Und jetzt hier passiert etwas Interessantes. Schwarz verzichtet auf dieses H6. Und das scheint völlig okay zu sein. Also ich habe in der Datenbank nachgeschaut und eigentlich wird fast immer H6 gespielt in dieser Stellung. Oder Springer E7 vielleicht, Springer G6, so diese typische Umgruppierung nach G6 mit dem Springer. Aber Schwarz verzichtet darauf. Er spielt Turm E8. Jetzt habe ich kurz geguckt, mit der Engine geprüft, kann man das hier ausnutzen mit Läufer G5 hier, den Springer fesseln? Aber bringt nichts. Kommt H6, Läufer H4 und dann G5. Man muss aber bei dem G5 immer sehr vorsichtig sein mit so einem Bauernzug, ob hier so ein Opfer geht, Springer G5. Aber hier geht das nicht. HG5, Läufer G5 und das funktioniert ja aus verschiedenen Gründen nicht. Zum Beispiel Läufer F2 geht hier. König F2, Springer E4, also wenn weiß nichts Besseres einfällt. Und dann haben wir hier diese Stellung, die wahrscheinlich etwas besser ist für Schwarz. Aber man muss auch nicht opfern, die Figur zurück, aber man kann auch König G7 spielen. Und ich vermute mal, Schwarz hat das analysiert, dass das alles funktioniert für ihn. Niemand spielte auch nicht Läufer G5, versuchte das gar nicht direkt zu widerlegen. Sowas wie Springer G5 übrigens mit Angriff auf F7, das bringt gar nichts wegen Turm E7. Dann deckt der Turm den Bauern. Niemand spielte B4, breitet sich am Damenflügel aus, normaler Zug. Läufer E6. Turm E8 wird sowieso, ist nicht nur ein Turm, den man ins Zentrum stellt, das bereitet sehr häufig dann immer Läufer E6 vor und den Tausch des gefährlichen weißfeldrigen Läufers. Weiß tauscht jetzt hier, Läufer E6, Turm E6. Und nach knapp 4 Minuten spielte er jetzt Läufer G5. Er war natürlich jetzt stutzig, ne? Er dachte, naja, Schwarz hat kein H6 gespielt, dann spielen wir nochmal Läufer G5. Man muss hier nicht Läufer G5 spielen, man kann hier auch sowas wie Springer BD2 spielen. Und wenn Schwarz jetzt H6 spielen würde, dann ist man über Zugumstellung in einer Variante, in einer Stellung, die schon sehr häufig gespielt wurde. Ne? Also hier kam zum Beispiel Dame C2 sehr häufig vor oder Springer F1. Das ist hier eine wichtige Theoriestellung.
Ich meine, ich habe damit da auch schon mal ein Video gemacht. Irgendeine Partie von Nepomnischi fällt mir hier ein. Ist aber lange her. Das ähnelt sich auch immer so in der italienischen Partie, ne? Von den Stellungen. Man denkt immer, das hat man schon tausendmal gesehen. Okay, Läufer G5. Ist nicht gefährlich. Schwarz spielt H6, greift den Läufer an. Läufer F6. Dame F6. Man hätte auch mit dem Turm nehmen können, aber Schwarz macht Platz für den Turm auf der Grundreihe. Nachvollziehbar. Die Stellung ist ausgeglichen. Springer BD2. Und jetzt dachte Agopian das erste Mal etwas länger nach in der Partie, 10 Minuten, und spielte Springer E7. Das bereitet hier D5 vor. Und die typische Umgruppierung nach G6 steht an, eventuell nach F4 hier rein, ne? Immer gefährlich, wenn so ein Springer da auftaucht. Ja, was hätte man jetzt spielen sollen hier? Interessanterweise schlägt die Engine hier G3 vor. Prophylaktisch das Feld F4 decken mit der Idee König G2, Dame E2, H4 so peu à peu, ne? Sich so Stück um Stück verbessern, die Stellung. Typisch italienisch halt, ne? Nichts Forciertes. Alles sehr, sehr langsam häufig. Heißt ja auch nicht umsonst Slow Italian. Das Buch, das ich damals mit Carsten Müller geschrieben habe. Das ist 5 Jahre her. Da haben wir diese Varianten mit A4. Damals wurde das so wenig gespielt. Das kam dann gerade hoch, diese ganzen Varianten mit A4. Ne? Früher hat man eigentlich Läufer B3 gespielt, als Rückzug sofort. Und dann eventuell ist man häufig nach C2 gegangen mit dem Läufer. Das wird heutzutage gar nicht mehr gespielt. Heutzutage wird nur noch alles mit A4 gespielt. Italienisch hat sich unglaublich entwickelt in den letzten Jahren. Springer F1 spielte hier Niemann. Und jetzt D5. Schwarz ist der Erste, der im Zentrum zwei Bauern hinstellt. Völlig okay, die Stellung für ihn. Und Niemann hatte Probleme hier mit dieser Stellung. Er dachte 21 Minuten nach hier und spielte Springer E3. Ihr seht schon, der Balken, der schwankt so ein bisschen. Es ist aber nichts Dramatisches. Läufer schlägt E3, Turm schlägt E3, DE4, DE4 und hier Turm D6. Gut gesehen vom armenischen Großmeister. Er kann die D-Linie besetzen. Wenn Weiß jetzt Turm D3 spielt, dann kommt Turm AD8 und dann hat Schwarz die D-Linie gut unter Kontrolle. Niemand spielte Dame E2. Überlässt dem Gegner die D-Linie. Springer G6 erstmal. Droht Springer F4, verhindert Weiß mit G3. Muss man, ne? Turm AD8. Sieht schon ein bisschen nervig aus, dass Schwarz die D-Linie kontrolliert. Aber es ist nicht so schlimm. C4. Bauern vorschieben. Turm 6, D7, er geht freiwillig zurück. C5, C6. Und jetzt ganz wichtiger Zug von Weiß, Turm A, A3. Die Idee ist klar. Er möchte hier über D3 die Türme tauschen. Und die Kontrolle von Schwarz auf der D-Linie, die einzig offene Linie auf dem Brett, neutralisieren. Schwarz spielt Springer F8. Guter Zug. Der Springer wird umgruppiert. Auf G6 hat er keine Zukunft mehr. Und jetzt verzichtete Niemann hier aber auf Turm AD3. Er wollte noch nicht irgendwie den Remishafen ansteuern, wie es aussieht. Stattdessen Dame B2 greift hier E5 an. Ja, kann ich verstehen. Der Bauer hängt. Aber jetzt gute Reaktion von Schwarz, Dame E6, Gegenangriff auf den Bauern H3. Ja, den Bauern H3 würde ich jetzt mit E5 nicht tauschen. Normalerweise ist man froh, wenn man Zentrumsbauern bekommt, aber dann wäre der weiße König natürlich hier unter Beschuss, ne? Dann würde Turm D1 drohen mit der Dame auf H3, das ist viel zu gefährlich. Deswegen König G2, deckt den Bauern auf H3. Jetzt hat Schwarz aber Zeit, den E5 zu decken mit F6. Nach 9 Minuten kam mit Springer H4. Liebäugelt mit dem hier, Springer F5, verhindert auch Springer G6. Turm D2, rein mit dem Turm. Dame C3. Sieht irgendwie lustig aus, wie die weißen Schwerfiguren hier die dritte Reihe. Alle auf der dritten Reihe aufgestellt sind. Springer H7. Idee Springer G5, den H3 zu attackieren. Alles sehr logisch. Weiß geht zurück mit dem Springer nach F3, verhindert Springer G5. Springer F5 hätte man vielleicht spielen können, aber nach Springer G5 droht hier Springer schlicht E4, ne? Turm E4, Dame F5,
Sieht nicht so koscher aus. Also Springer F3. Turm 2 D7 zurück, der war angegriffen. Und jetzt H4. Das gefällt der Engine nicht. Verhindert Springer G5, aber die Engine sagt, ja, Springer G5 war jetzt gar nicht die Riesendrohung, hätte man ja schlagen können. Besser B5 hier auf der anderen Seite, Gegenspiel. AB5, AB5. Naja, und wenn Schwarz auf B5 nimmt, kommt Turm A5 und der bekommt den Bauern wieder. Ne? Der ist ja sehr schwach. Ne? Und Dame B4 noch, falls Dame C6 kommt, den bekomme ich schon wieder. Oder über Dame B3 halt. Ne? Niemand spielt aber H4. Sieht eigentlich logisch aus, der Zug, aber schwächt das Feld G4. Das ist hier ein kleines Problem. Springer F8, Turm E2 zurück und jetzt Dame G4, starker Zug von Schwarz. Der Plan, Springer E6, Springer D4, leuchtet jetzt auf. Ne? Wenn der Springer hier auf D4 plötzlich auftaucht, uiuiui, dann hat Schwarz eine super Kontrolle über die D-Linie und so peu à peu wird er Probleme bekommen mit dem E4, mit dem B4. Ne? Jetzt kam erstmal Dame C4 Schach. So, jetzt Vorsicht, nicht sofort Springer E6 wegen Springer H2 mit Angriff auf Dame und dann ist der Springer weg, deswegen König H7. Springer H2 greift die Mama an. Wohin damit? Das ist hier lehrreich. Schwarz hätte Dame H5 Dame E6 spielen sollen. Mit Angriff auf die weiße Dame. Wenn Weiß tauscht, das Endspiel ist wahrscheinlich, also im höheren Sinne ist das, ja, ich will nicht sagen verloren, aber es ist wirklich sehr, sehr problematisch für Weiß. Der Springer kommt hier rein, die Türme kommen rein über die D-Linie, der B4 wird angegriffen. Also hier muss man sich extrem gut verteidigen können, um das zu halten, falls es überhaupt haltbar ist. Also Weiß hätte die Dame eher nicht getauscht, Dame E2 oder so und dann Dame F7. Und dann Springer E6, Springer D4 und er hätte den Springer nach D4 gebracht. Klar, Weiß kann Springer F3 immer spielen, tauschen, aber der Vorteil ist dann wirklich groß für Schwarz. Sobald hier ich eine Figur auf D4 reinkriege, B4 attackiere, E4, ne, die Kontrolle über die D-Linie und immer weniger Zeit, ganz schwierig zu halten. Akopjan spielte allerdings Dame H5, nicht Dame E6. Turm EE3, Turm D1, Springer F3. Naja, es gab vorher einen besseren Zug für Weiß hier. In der Stellung nicht Turm EE3, sondern Turm AE3, um auf Turm D1 mit Turm E1 zu reagieren. Das wäre wichtig gewesen. Ne? Den Eindringling immer verscheuchen hier. Auf Turm D4 dann halt Dame C3 oder Dame B3. Ne? Dann geht das alles noch. Dann geht der Springer wieder zurück nach F3, vertreibt den Turm und Weiß kann wohl das Gleichgewicht halten. Turm EE3 ist wieder ungenau. Turm D1, Springer F3. Und hier ist es schwierig. Allein schon mental ist das schwierig, hier den richtigen Plan zu finden. Schwarz hätte wieder Dame G4 spielen sollen. Mit der Idee Dame E6 und dann halt den Springer peu à peu über E6 nach D4 bringen. Das ist ein ziemlich großer Vorteil, sagt die Engine, wenn man die rechnen lässt länger. Stattdessen spielte Akopjan Springer G6. Und das ist jetzt ausgeglichen. Dame E2. Dame E2 droht Springer G5 Schach mit Gewinn der Dame hier. Ne? Schwarz könnte jetzt weiterspielen mit Springer F8 und auf Springer G5 kommt König G6, deckt die Dame. Aber hier kann Weiß mit Turm AD3 jetzt die Türme tauschen auf der D-Linie. Und das neutralisiert alles. Wenn die Türme erstmal weg sind, dann ist es halt komplett ausgeglichen. Das sah alles Akopjan nach Dame E2 und entschloss sich jetzt hier das Remis zu forcieren mit Springer F4 Schach. Na, Springer F4 Schach greift auch die Dame an, Weiß muss nehmen. Und jetzt folgt Dauerschach. Dame G4 Schach, König H2. Das ist hier kein Matt, weil der Springer das Feld G1 deckt. Dame schlägt F4 Schach, König G2, Dame G4, König H2, Dame F4, König G2, Dame G4, König H2, Dame F4. Die Spieler wiederholen die Züge. Und bei dreimaliger Zugwiederholung schreitet dann der Schiedsrichter ein und sagt Remis. Ne? Wobei die Spieler in der Regel dann von sich aus dann sagen, okay, das ist Remis, ne? Weil die nicht abweichen können. Ja, war jetzt keine Glanzpartie, auch keine Glanzleistung von Weiß und auch nicht von Schwarz.
War eher ein normales Remis. Wir schauen mal kurz, wie es aussieht bei dem Fall Chess Classic hier. Nach der zweiten Runde. Ich klicke mal auf F5. Eine Partie läuft noch. Vidit gegen Nikolas Theodorou, griechischer Großmeister, der damit spielt. Wir sehen hier das Feld. Erstmal niemand, zweimal Remis gespielt. In der ersten Runde mit Schwarz gegen meinen Landsmann Theodorou. Ich glaube, der lebt in den USA und studiert dort. Ich glaube sowieso, dass viele von diesen Spielern in den USA leben und dort studieren. Der beste Spieler ist hier Yu Yangyi, der chinesische Großmeister mit 2-7, 18. Ilya Nizhny, der lebt auf jeden Fall in den USA, ist ukrainischer Großmeister. Nishat Abasov, weiß ich nicht. Ich weiß ehrlich gesagt bei den meisten nicht. Chudya Shekhar Ganguly, das ist ein, der ist in den 30ern, glaube ich, indischer Großmeister. Dieser junge Tscheche hier, Tai Van Nguyen, der lebt in Tschechien. Ich glaube, der ist sogar da geboren. Ja, der ist erst 19 oder 20. Studiert er jetzt auch in den USA? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er einfach aus Europa eingeflogen. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Turnier. Grigori Oparin, starker russischer Großmeister. Interessantes Feld. So eher junge Spieler, so in den 20ern. Ne? Gut, niemand der Jüngste, glaube ich, ne? Mit 19 hier. Ich vermute mal, dass niemand in dem Feld der Jüngste ist. Ich werde natürlich verfolgen das Turnier, gucken, wie niemand so abschneidet. Ne? Ist ja klar, das interessiert euch auch. Und ja, der November steht bei niemand. Der wird auch die Mannschafts-WM spielen in Jerusalem, findet die mal nicht statt. Nach diesem Turnier 10 Tage Pause, dann die Mannschafts-WM für USA. Wobei die Mannschafts-WM dieses Jahr eher schwach besetzt ist. Es ist nur ein Rapid-Event, kein klassisches Schach, erstaunlicherweise. Und es werden schon starke Länder dabei sein, aber nicht mit den stärksten Spielern, was ich schon gesehen habe. Also, Niemann spielt Schach. November ist klar, was er macht. Und dann schauen wir auch weiter natürlich. Ne? Und wir sind natürlich alle gespannt, wie geht es weiter mit der Klage. Ne? Die Parteien müssen sich ja nach 3 Wochen erklären. Mal gucken, was da für Neuigkeiten gibt. Aktuell gibt es da nichts zu vermelden, aber wenn es soweit ist, werde ich natürlich am Start sein. Checkt doch gerne meine anderen Kanäle aus, The Big Greek Highlights, Big Greek Shorts. Macht's gut. Bis dann.